Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen. Heute geht es um das Thema Tesla-Aktie. Tesla-Aktie mal wieder ein Video, mal wieder überfällig. Gestern hatte ich mich entschieden, ein Video zum Thema Tesla-Aktie zu drehen und kurz vor Handelsschluss ist das Ding ja dann doch wieder abgerauscht, wo ich schon gedacht habe, jetzt so treffen wir die 1000-Dollar-Marke. Ja. Eben mal kurz um 100 Euro, um 100 Dollar ungefähr gefallen. Noch vor 7 oder 8 Monaten war die ganze Aktie gerade mal auf 160 Dollar oder auf 200. Schon ein Hammer, was da passiert. Hier sieht man es ganz deutlich. Und die, die meinen Kanal bereits verfolgt haben oder meine Videos bereits geschaut haben, die wissen ja, was mir passiert ist. Ja, ich hatte über einen längeren Zeitraum eine Position über länger als ein Jahr, eine andere Position, ja, ein bisschen kürzer und spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall hatte ich da so einen durchschnittlichen Einstiegspreis von 200 irgendwas Euro, Dollar. Und habe mir gedacht, naja, wenn es wieder auf diese, ich wollte einfach diese Range hier traden, die man ja hier sieht über 2 Jahre hinweg und letztendlich ja so ungefähr 100% damit machen, auch bei 400 wieder rausgehen und dann bin ich ein bisschen früher rausgefallen, habe mich nicht weiter geärgert, weil ich mir gedacht habe, naja, die Range, die Wahrscheinlichkeit ist immer geringer, dass so eine Range über mehrere Jahre verlassen wird, als dass sie beibehalten wird, ne? Also das ist ja diese letztendlich rein mathematische Formel und die Definition eines Trends und auch das war ein Trend, das war eben ein Seitwärtstrend. Aber jetzt war es eben so, dass dann das Ganze zusammengefallen war, Ende letzten Jahres mit recht guten News, mit auf der anderen Seite ziemlich schlechten News bei den sogenannten Mitbewerbern, sprich der neue Daimler Elektroauto und andere Elektroautos in der deutschen Industrie, die waren teilweise Flops. Dann spielt dann mit rein auf der einen Seite eben gute Zahlen und gute Nachrichten auf Seiten Teslas, auf der anderen Seite eben schlechte Nachrichten auf der Seite der einigen Mitbewerber, die es da überhaupt, wenn man es überhaupt so nennen darf, wie Daimler-Benz und so weiter. Und das in Kombination, wenn dann die Aktie ein bisschen steigt, müssen eben die Leute, die eben short sind, sich eindecken. Und das kann sich in einen Short Squeeze verwandeln, den ich ja damals schon erklärt hatte auch. Und jetzt ist es eben so, dass das eben unglaubliche Ausmaße dann eben genommen hat. Die konnte niemand absehen, ja. Und da sieht man mal, wie viel Geld da drinnen steckt von Hedgefonds, die da short gegangen sind auf das Ding. Und dann sieht man auch, dass die sogenannten Profis teilweise auch immer wieder mal gerne auch einige Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden einfach so verzocken, weil es in der Regel auch nicht ihr Geld ist. Ja. Wir sogenannte Laien oder privaten Anleger, ja, ich würde mal sagen, Laien ist vielleicht so ein negativ behaftetes Wort. Ich würde es gar nicht mal so unterscheiden mehr zwischen Profis und Laien, weil da ist meiner Meinung nach ein sehr schmaler Grat zwischen einem privaten Investor, der sein bereits fünfmal versteuertes, gefühltes fünfmal versteuertes Geld Risiken auf sich nimmt, um es dann nochmals zu versteuern und wieder und sich schlau zu machen. Und wenn du zum Beispiel einen Fulltime-Job hast, ja, und sich dann noch nebenbei abends anstelle von irgendwo in einem Wirtshaus sich volllaufen zu lassen, sich 3 Stunden hinsetzt und dich weiterbildest, dann bist du vielleicht trotzdem kein Vollprofi, ja, hast aber vielleicht sogar mehr Ahnung wie der ein oder andere Hedgefondsmanager da draußen, ja, der einfach immer wieder davon ausgehen kann, dass er gerettet wird, seine Schäfchen bereits im Trockenen hat, seine privaten Vermögen und einfach mit dem Geld anderer rumzockt und einfach mal sagt, ja, ich setze jetzt 100 Millionen Short aufs Tesla, ja, und wenn es schief geht, geht es eben schief, ja. Die wenigsten kommen dafür dann ja in den Knast, ja. Oder müssen irgendwelche Strafen zahlen. Das sind ja alles, ja, das sind eben so die unterschiedlichen Systeme unseres Gesamtsystems und wir Kleinen haben eben immer das höhere Risiko, die höheren Belastungen,
ja, den höheren Schmerz in der Regel und auch den höheren, ja, Aufwand in Sachen von Zeit, Geld und Energie. Ja, ob wir das dann letztendlich als Laie dann oder als zwischen Profi und Nicht-Profi, lass uns diese Unterscheidung treffen, aber halt nicht negativ behaftet und nicht sich hinstellen und sagen, okay, ich bin der Super-Profi, wenn ich Hedgefondsmanager bin, aber ständig auch immer Mist baue. Ja. Aber ich habe hierzu ein tolles Video auf Real Vision. Real Vision ist so einer von den Kanälen, die ich ab und zu in den USA schaue. Da gibt es ganz, ganz nette Interviews. Ich verlinke euch hier unten mal eines davon. Ich zeige euch hier mal zum Beispiel das Tesla Stock. Ja, das habe ich mir schon 29.03.2019 angeschaut und habe damals auch, war damals ziemlich stark davon überzeugt, hier mal ein paar Tesla-Aktien zu kaufen. Ja, ich hätte dann im Herbst beinahe nochmal 10.000 Euro nachgelegt. Das wären jetzt halt 80.000 dann oder 40.000 draus geworden oder sowas. Na. Aber hätte Fahrradkette, na, ist halt nicht passiert. Und somit habe ich dann einen kleinen Gewinn eben gemacht. Es gibt ja einige, die davon stark fest ganz überzeugt sind, ja, dass das Ding hier einfach wieder zusammenbricht und wieder auf 400 Euro runterkommt, ja. Es ist einfach die Theorie dahinter, dass das jetzt hier einfach nur so eine Art Fahnenstange ist, einfach dieser Short Squeeze, ja, und der hat sich ja irgendwann mal ausgesqueezed, ja, und sobald es keine, also niemanden da draußen, niemanden großen mehr gibt, der noch Short ist bei Tesla, sprich, der sich eindecken muss, wenn die mal alle rausgeflogen sind, ja, wenn die sich mal alle eingedeckt haben, dass dann letztendlich der Tesla-Aktienpreis zu seinem eigentlichen Wert zurückfällt. Das ist die Theorie dahinter. Ja, ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster und sage, hey, das wird so sein oder nicht. Die Meinung kannst du dir selber bilden. Ja. Der eigentliche Wert von Tesla ist dann letztendlich 400, da wo er eben war, ne? Also zwischen 300 und 400 Dollar. Bei Tesla, das ist in der Regel auch eine gute Theorie, nur bei Tesla wäre ich da ein bisschen vorsichtig, weil da so viele Investoren mitspielen, die einfach auch dem deutschen Automobil, der unglaublich mächtig ist noch und auch letztendlich auch im Dorn im Auge eines jeden anderen Landes. Ja, deutsche Autoindustrie ist die Kernindustrie, einer der Kernindustrien außer Chemie vielleicht noch in Deutschland. Den einfach das Handwerk sozusagen, also den einfach das Wasser abzugraben, da haben ganz viele ausländische Investoren Interesse dran und deswegen wird ja hier auch die Tesla so gepusht und künstlich beatmet und ständig subventioniert mit unglaublich viel Geldern, ja, hunderte von Millionen. Und also das ist schon mal ein Sonderfall, wo dieses Fahnenstange-Prinzip und dann wieder zurück zum Ursprungswert, da bin ich mal vorsichtig, kann passieren, muss aber nicht, ja. Das Ding kann einfach sich über 1000 Dollar begeben und dann nie wieder zurückkommen, weil es eben die nächste Generation, also die nächste Generation von Automobilen sein könnte oder wird sein wird und die sammeln jetzt schon so viel, die haben jetzt schon so viel Vorsprung, nicht nur in der ja, was macht eigentlich so ein Elektroauto aus, ja, oder Elektromobilität insgesamt? Das sind nicht nur die Batterien, ja, das ist nicht nur der Motor, der da drin ist, der sich jetzt davon stark unterscheidet vom Verbrenner, ne, dass der Verbrenner eben 3000 Einzelteile hat und der Elektromotor nur noch 300. Sondern das ist die Software, das ist die Intellectual Property, also die intellektuelle, das intellektuelle Eigentum. Das sind auch die Grundvoraussetzungen des autonomen Fahrens, also dass die Autos dann irgendwann mal selber fahren können, sind Daten, ja, Versuch und Irrtum. Also die bekannten Tesla-Versuche, wo die auch mal gegen einen Baum gefahren sind und so weiter. Das ist eine, wie soll ich sagen, auch eine exponentielle Gleichung, ja, eine exponentielle Kurve. Das heißt, wenn die erstmal einen gewissen Vorsprung haben, dann sind die nie wieder einzuholen. Mit der Sammlung, mit Big Data, ja, die sammeln ja ständig, jede einzelne Tesla ist ja voll vernetzt. Ja, das heißt, alles, was ein Tesla-Fahrer macht, wird gespeichert, ja, in einen Supercomputer und dort wird es ausgewertet und die Software und das Auto immer weiter verbessert. Und ich persönlich komme aus der IT- und Softwarebranche und so weiter. Und ich habe auch Projekte schon gemacht, wo Themen wie künstliche Intelligenz und so weiter ein Thema waren. Und das haben viele von den
Leuten da draußen, die vielleicht von Börse eine gute Ahnung haben, aber Aktien bewerten, von dessen Software und Algorithmen sie ja noch nicht für so viel zu tun hatten in ihrem Leben, ja, das vielleicht nicht so richtig einschätzen können, ja. Wenn bei uns in den deutschen Autobauern, sagen wir in den nächsten 1 bis 3 Jahren nicht auch was die Softwareentwicklung, das ist der Zug wahrscheinlich sowieso schon abgefahren. Das heißt, BMW, Daimler und Audi und so weiter, die sind darauf angewiesen, dass sie Kooperationen eingehen mit Leuten, die eben dort stark sind, ja, wie zum Beispiel eine Samsung oder so, ja, die ganze Software, ich glaube in BMW, Samsung und so weiter. Sollte man, wenn man da zum Beispiel investieren will, dann kann man vielleicht Samsung kaufen, aber nicht mehr BMW, ja. Also solche Gedanken sind vielleicht ganz smart, ja, an der Stelle, und Tesla macht halt vieles selbst, ja. Die bauen ihre eigenen Batterien, die bauen ihre eigene Software. Das ist Status quo ist das einzigartig. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht viel, die da rankommen. Und das haben jetzt die Leute vielleicht auch erstmal dann richtig erkannt. Ja, also das heißt, es können ja nicht nur diese Short-Squeezes sein, die jetzt die Aktie antreiben, sondern letztendlich auch mal noch mehr Investoren, die sagen, okay, hier ist wirklich die nächste Generation ein Autohersteller. Ein gesamtheitlicher Autohersteller, der es auch schon mal schafft, innerhalb von wenigen Wochen eine komplette Fabrik hochzuziehen. Wo jetzt hier, ich glaube in Ungarn wird gerade eine neue BMW-Fabrik gebaut. Die brauchen für eine Oldschool-Fabrik, ja, brauchen die hier dreimal länger wie Tesla für seine Fabrik in China. Ja. Und wir sind hier nicht mal in China, ne? Wir sind hier in Ungarn. Also, es gibt so viele Sachen, wo ich sage, okay, viele unterschätzen diese ganze Firma hier. Und auch diesen Anstieg, dass der einfach nur Luft ist, also oder beziehungsweise rein auf Short Squeezes basiert und dann das Ganze wieder zusammenfällt wie ein Kartenhaus. Werden wir sehen, was daraus wird. Jetzt einzusteigen, weiß ich nicht. Ja, selber entscheiden. Auf jeden Fall sieht man ja hier auf dem Tagesstart, dass hier mal kurz ja, 100 Dollar Schwankungen ist jetzt gar nichts mehr, gell, auf der Aktie. Also, von daher das Ganze schon mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, die besten Tage für einen Einstieg sind auf jeden Fall mal vorbei. Also, das soll es gewesen sein zum Thema Tesla-Aktie und Profis und Hedgefondsmanager und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.